Auf der Trabrennbahn in Baden bei Wien neigt sich die Saison dem Ende zu. Vergangenen Sonntag, dem letzten Rennsonntag, hat es jede Menge zu sehen gegeben. Absoluter Höhepunkt war der große Zuchtpreis der Dreijährigen, bei dem es bis zum Schluss richtig spannend geblieben ist. Trotz hochsommerlichen Temperaturen zieht es viele Zuseher auf die Trabrennbahn nach Baden. Entweder um am Glücksrenntag einen der wertvollen Verlosungspreise, wie den Traberjährlingshengst Amigo Venus, zu gewinnen oder einfach bei den rasanten Rennen mitzufiebern. Fasziniert ist auch Ex-Radprofi Bernhard Kohl, der auch Sponsor eines Rennens ist. Es hat ja auch irgendwas mit zwei Rädern zu tun. Es ist ein bisschen anders angeordnet als bei einem Fahrer, nämlich seitlich. Aber es ist schon beeindruckend, die Pferde, wie viel Power die haben und wie knapp gefahren wird. Also das erinnert mich sehr an meine Zeit, wo im Rennen auch sehr eng quasi die Rennen bestritten worden sind. Wäre das etwas für Sie? Also das Rad, sage ich mal, betreibt man selber. Und die Pferde, also ich glaube, die laufen ja bis 60 km/h, habe ich mir sagen lassen. Also ist schon eine irrsinnige Geschwindigkeit und Kraft, also da hätte ich schon Respekt davor. Der große Zuchtpreis der Dreijährigen ist ein wichtiges Rennen für junge Pferde. Einerseits, um Potenzial auszuloten, andererseits auch, um Routine zu sammeln. Einer der Favoriten ist Assorn mit Fahrer Josef Franzl. Was er noch machen muss, ist Erfahrung sammeln im Rennen. Er ist noch jung und ich glaube, das ist sein, weiß jetzt gar nicht, vierter Start oder so heute, vierter oder fünfter. Und ja, er muss noch ein bisschen was lernen, aber er hat wahnsinnig Potenzial. Er ist ein Rennpferd, wie man sich ihn vorstellt. Sie hat die Schnelligkeit in den Genen. Superhol, die Tochter von Zuchtpreis und Derby-Siegerin Supermind. Sie gilt als die Top-Favoritin, aber sie muss aus der zweiten Reihe starten. Das ist ein sehr großer Nachteil, weil sie ist eine enorm schnelle Anfängerin. Sie hat die drei Rennen fast immer mit der Führung gewonnen. Sie hat das Zweirechscher, das Mautner gewonnen mit der Führung. Ja, und das ist in Baden ist ein bisschen eine kleinere Bahn und der zweite Reihe ist natürlich ein großer Nachteil. Aber wir versuchen, gut ins Rennen mal zu kommen. Der große Badener Zuchtpreis für Dreijährige, das Anto-Otto-Gedenkrennen, geht über eine Distanz von über 2100 Meter und ist mit 15.000 Euro das höchst dotierteste Zuchtrennen dieser Sommersaison. Assorn mit der Nummer 2 und Fahrer Josef Franzl gelingt ein perfekter Start und übernimmt das Kommando vor Waikiki Venus und Red Attack. Auf der ersten Gegengerade führt Assorn. Die Favoritin Superhol mit der Nummer 9 tut sich noch etwas schwer mit dem Start aus der zweiten Reihe und liegt am Ende des Feldes. Sie kann sich allerdings in den Windschatten von Dreamboy Ass mit Fahrer Gregor Krennmeier heften, der außen rapide aufholt. Zur Hälfte führt Assorn, doch Dreamboy Ass mit der Nummer 6 macht mächtig Druck in seinem Windschatten Superhol. Auf der letzten Gegengerade folgt der Angriff vor Superhall in der dritten Spur und geht in Führung. Vor Assorn dazwischen Dreamboy Ass. Doch Assorn gibt nicht auf und geht wieder in Führung. Ein spannender Zweikampf um den Sieg auf der Zielgeraden. Innen Assorn, außen Superhall, die all ihre Kräfte mobilisiert und in einem tollen Finish vor Assorn siegt. Versucht natürlich das Beste herauszuholen und nicht zu viel fahren aus der zweiten Reihe. Wenn man außen rumfährt, macht sie natürlich viel mehr Meter und das kostet dann sehr viel Distanz. Aber sie hat das super gemacht, die Superhall. Aber bei der Besetzung freut es mich auch besonders, dass ein österreichisches Pferd in österreichischem Training, aus einem österreichischen Gestüt, gewonnen hat. Am 13. September findet mit der Badener Meile das Saisonfinale statt.